Moinsen! Heute mal ein etwas anderes Video und wie ihr auch schon im Titel erkennen könnt, geht es um die Gamescom. Jetzt kommende Woche steht ja die Gamescom an und ich bin selber von Mittwoch bis Freitag da. Am Samstag habe ich leider kein Ticket mehr bekommen, da war ich einfach viel zu spät dran, da ich mir ewig überlegt habe, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin. Ich war ja auch noch nie da, wird meine allererste Gamescom. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich werde dort wahrscheinlich den Longmaron treffen, Streamer, die Ipanema, ebenfalls eine Streamerin. Und den Jannis werde ich dann wohl auch treffen, der ist am Donnerstag und am Freitag da. Aber der Grund, warum ich dieses Video hier mache, ist ein anderer. Ich wollte euch jetzt nicht nur sagen, dass ich einfach auf die Gamescom gehe und wen ich treffe, sondern gibt es dafür einen anderen Hintergrund. Und zwar dachte ich mir so, vielleicht können wir so ein bisschen gegenseitig helfen. Und zwar werde ich im Discord-Server einen Text-Channel eröffnen, der heißt Gamescom. Denn ich weiß, einige von euch werden auch hingehen und all diejenigen, die da sind, können dann zum Beispiel in diesem Channel dann untereinander einfach schreiben und fragen, ob denn nicht irgendjemand, den er zum Beispiel, mit dem er schon mal gezockt hat, einfach da ist. Und dann kann man dort dann einfach posten, ich bin gerade hier, dort und überall. Oder man kann sagen zum Beispiel, am Stand XY gibt es gerade das und das oder das ist gerade eine mega kleine Schlange, kommt da schnell vorbei, da braucht ihr nur 5 Minuten anstehen oder sowas in der Richtung. Wäre, denke ich, ganz cool, wenn man sich in der Art und Weise ein bisschen unterstützen kann. Ich werde dann da auch ab und zu mal was reinschreiben, also am besten mal die Discord-App aufs Handy laden, ist ja kostenlos und dann seid ihr auch schon mittendrin. Einige haben ab und zu mal geschrieben, hey, hol dir doch mal Instagram, warum hast du kein Instagram? Rein theoretisch habe ich Instagram, ich habe den Account, ich habe mir einfach mal meinen Namen gesichert, so gesehen. Chefs Taverne mit dem Unterstrich dazwischen drin, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und nach diesem Video fange ich dann quasi an, auf Instagram ab und zu mal ein paar kleine Sachen zu posten. Also wenn euch das interessiert, Link in der Beschreibung, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber nicht erwarten, dass da extrem krasse Sachen kommen, denn dafür ist mein Leben dann vielleicht teilweise einfach ein bisschen zu langweilig. Aber ich werde dann auf der Gamescom ab und zu auch mal durchgeben, wo ich gerade bin. Und falls der unwahrscheinliche Fall eintreffen sollte, dass mich irgendjemand erkennt und mich anspricht, hätte ich sogar eine Kleinigkeit für den, und zwar das hier, das sind diese kleinen Buttons, das sind die kleinen Buttons, die es auch heute bei der Rallye zu gewinnen gibt, aber das sind andere, das sind nicht die, die es genau bei der Rallye gibt, sondern die haben ein anderes farbliches Muster, denn die Leute, die die Rallye mitmachen, sollen dann auch wirklich was komplett Einzigartiges bekommen und dann sind die ein wenig anders gestaltet, einfach nur die Farbgebung ist ein bisschen anders. Also jeder, der mich anspricht, kann dann so ein Ding bekommen. Ganz so viele habe ich nicht, wenn auf einmal so 20 Leute da vorbeistapfen. So viele habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber davon gehe ich auch einfach mal nicht aus. Deswegen, folgt mir dann, wenn ihr Lust habt, einfach auf Instagram. Müsst ihr natürlich nicht. Ich werde es auch im Discord posten, wo ich gerade bin. Wird, denke ich mal, eigentlich ganz witzig. Freue mich auf die Gamescom, auch so ein bisschen nervös, da ich keine Ahnung habe, wie früh ich da überhaupt hin muss, wie das da alles überhaupt abläuft. Und ich glaube, es wird ein ganz großes Durcheinander. Es wird, glaube ich, tierisch heiß. Ich habe noch nicht geguckt, wie das Wetter wird. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf, den Jannis zu treffen, Longmaron mal zu sehen. Ich glaube, der ist riesengroß. Ich glaube, daneben komme ich mir persönlich dann sogar endlich mal klein vor. Und ja, auf Ipanema freue ich mich natürlich auch. Und vielleicht trifft man auch noch irgendwen anders. Alte Schulfreunde oder sowas. Wird, denke ich mal, ganz cool. Naja, das waren auf jeden Fall so die Hintergründe, warum ich das Video jetzt hier gemacht habe. So Logs werden nicht häufig vorkommen, aber so ab und zu mal, so zwischendrin, schiebe ich doch dann doch mal ganz gerne rein. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.